Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich habe gehört, dass Kinder in einem Gefängnis, also in einem Käfig, selten eine gesunde Sache sind. Ach, Six, was machst du da? Genau, Six war ihr Name. Wieso dachte ich an Eve? Oh, ich dachte die ganze Zeit an Eve, aber dann ist es Six. Ja, okay, danke. Käfige sind doch super. Aber welcher Serie war das denn nochmal? Mit dem Schlafkäfig. Ich weiß es nicht mehr. Ach ja. Okay, soweit, so gut. Sliden! Nein! Wir sind doch geslidet. Ich wohne auch in dem Käfig. Oha, aber wenigstens mit Internet. Hätte man drauf kommen können? Wahrscheinlich. Oh, und irgendwas in mir? Tut mir leid, ich muss kurz mal was nachgucken. Ich habe das jetzt gesehen, dass das geht, dass man auch hier hochklettern kann, doch? Sag nicht, das war umsonst. Ja doch, das war umsonst. Oh, jetzt hab ich gedacht, oh, ich habe das Spiel durchschaut einfach und dann sowas. Gut, gut, gut. War eigentlich voll gemein, dass wir da einfach auf dem Käfig rumtrampeln von dem Kleinen. So, und... Uah. Ah, sliden! Okay. Zum Sliden muss man halt auch rennen. So. Hier können wir hochklettern. Das haben wir vorher einmal ausprobiert. Und vorher hat es uns nichts gebracht. Haha. Aber jetzt dafür. Gut, dass wir das gelernt haben vorher. So. Die Checkpoint-Kerze. Slide for the win. Irgendein Spiel gab es das noch. Ah, oh, war das bei The Search oder so, wo ich immer mit Slide-Angriffen angegriffen habe? Wo es wirklich Slide for the Wind ist. Okay. Das ist ein minimal unheimlicher Schneider. Ich glaube, ich hätte an dem vorbeischleichen sollen, als ich die Zeit hatte. Bin ich ja gut versteckt. Der nimmt ein neues... der nimmt ein neues Kind einfach. Junge. Shit. Shit, 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 shit. Nein, ich hätte da das Loch müssen. Nein! Der hat uns noch nicht. Aber jetzt. Nein, ich hätte das Loch da müssen. Ich hab's doch gesehen. Nur zu spät. Oh. So. Aus dem Traum erwacht. So, der riecht uns eh, deswegen. Beine in die Hand nehmen. So. Und slide for the win. Nein! Oh, shit.
Scheiße! Was mache ich? Was mache ich? Nein! Run! Ich hasse es, wenn ich so nervös bin. Mein Gott. Okay, okay. Ach, Junge, Junge, Junge. Oh, deswegen spielt man solche Spiele doch nicht blind. Eieieiei. Okay. Okay, ab jetzt hat er uns. Lauf, Six! Ui! So. Die Kordel muss... Nein! Die Kordel muss da rein und dann müssen wir daran drehen. Und ihn bis dahin irgendwie ablenken. Oh. Ich weiß zumindest, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn loswerde. Aber ich weiß schon mal, was zu tun ist. So. Lass mich in Ruhe, du hässlicher Hässlon. Nein! Oh nein! Oh, uiuiuiui. Mal ganz schnell da rein. Setz ein! Aha! Ausgetrickst! Nein! Nein! Oh, es war so knapp! So knapp, wir werden fast wieder durchgerannt! Ah! So knapp! Oh, Junge! Mein Herz! Oh. Okay. Oh, der hat so ekelhafte Zähne auch. Nein! Nein! Nichts mit Slide for the win. Okay, was war gerade kurz mit den Farben? Oh, Junge, Junge, Junge. Bist du ein ekelhafter Schneider? Ein Aufschneider? Ha! Ah, der war flach. Oh, hör mal auf, mich so zu erschnüffeln. Oh. Nein, ich wollte wieder... Oh, ich muss den wahrscheinlich in diese Luke da so reinlocken. Ich hab das alles so weit... Ich hab gesehen, dass er so einen Spaß beim Wegrennen hat. Ja. Ach, Junge, Junge. So. Nimm die Beine in die Hand. Nein! Okay, ich sollte aufhören mit Slide for the Win. Es funktioniert einfach nicht. Das ist auch das Problem bei Amnesia. Zero nicht treffen lassen. Ich hab gehört, ja, das sollte funktionieren. So. Nein! Ah, Junge, Junge, Junge. Ach, Mann, der macht einen so nervös mit seinen langen... Mit seinem mega langen Arm. Warum kann ich mich nicht einfach an ihm vorbeischleichen? Er wittert mich nicht. Und die Welt ist in Ordnung. Oh, wie schnell der halt auch manchmal ist. So. Setz den Scheiß hier ein. Ach. Okay, ich hab das mit der Kordel theoretisch. So, mit der. Doch. Kurbel. Kurbel war der. War das Wort, das ich gesucht habe. Wenn du Tipps brauchst, sag Bescheid. Jojo. Ich probier jetzt kurz mal eins. Checkt der das?
Haha! Okay. Okay, okay. Das kapiert er nicht, wenn wir hier im Käfig sind. Und jetzt? Mach dich wieder an deine dumme Arbeit. Jupp, jupp, hopp, mach hin. Mach hin. Ich. Geht der wieder überhaupt in seine Arbeit? Okay, wahrscheinlich nicht. Okay, wenn das nächste Mal links ist, schleichen wir uns ganz vorsichtig an ihm vorbei. So. Nein! Ach! Okay, okay, aber irgendwie... Der wollte sich jetzt wollte er sich gerade wieder an die Arbeit machen. Kaum habe ich es aufgegeben. Okay, okay. Käfige. Käfige sind unser Way to go. Der will doch nur spielen. So, okay. Boah, warum könnte man nicht einfach... Das klingt so mies im ersten Moment, aber... Einfach irgendwelche anderen freilassen, die ihn ablenken. Oh. Klar, die würden dann erwischt werden, aber zumindest Six wäre sicher. Ich traue mich einfach nicht, jetzt an ihm vorbeizuschleichen. Was für eine gute Nase der hat. Okay, okay. Achte mal darauf, wann er dich immer hört und wann nicht. Ich dachte mal, der riecht einen eher. Wer einen hört und wann nicht. Ich dachte tatsächlich, der riecht einen, aber... Okay, okay, vielleicht... Nicht panisch werden, wenn er riecht, sondern einfach mal stehen bleiben. Den Moment genießen. Oh, ich trau mich nicht. Achte auf den Boden. Da liegt so... Oh, ich bin... Oh, ich... Auf einmal fühle ich mich so dumm. Ja... Ah, geh da durch. Ja gut. Das ist überhaupt nicht laut. Nein! Okay, haben ein bisschen zu lang gebraucht.
Boah, dieses Nasengeräusch hat mich halt immer so irritiert. Ich dachte immer, deswegen, der riecht einen, aber... Nee, der hört einen dann. Okay. Weil der muss doch zu 100% dann da reinfallen. Oder müssen wir da rein? Ich stürze mich beim nächsten Mal erstmal selber rein. Ich dachte erstmal, man muss ihn da reinfallen lassen, aber vielleicht ist das auch andersrum gedacht. So. Mach dich wieder an deine dumme Arbeit. So. Komm, auf. Ah, ja. So. Shit. Das ist gelaufen. Sind wir ihn los? Ich glaube ja. Gerade noch auf diesen Kleiderberg gerettet. So, jetzt aber ganz... Hui. Das hat länger gedauert als erwartet. Okay. In der Hoffnung, dass wir den nie wiedersehen. Diesen ekelhaften Aufschneider. So. Oh, die Laterne zünde ich gern an. First try. Genau, first try und easy. So, okay. Ah. Das sind irgendwie viele Schuhe. Ach man. Oh, das Spiel war einfach, als man noch nicht sterben konnte. Hilfe. Trinke. Vor allem muss ich mir darüber Gedanken machen, dass die Schuhe eventuell aus den Kindern gefertigt wurden oder so. Es würde irgendwie mit so einem Schneider, der Kinder irgendwie einpackt, vielleicht auch Sinn ergeben. So wie das Fleisch eventuell auch aus Kindern ist oder so. Wurde jetzt eigentlich gesagt, aber eventuell, ich komme da nicht hoch. Okay. Irgendwas ist da, das möchte uns sehr, sehr gerne töten. Da ist ein Eimer. Und ein Stuhl. Aber auf den Stuhl kam ich vorher nicht hoch. Ich würde sehr gerne zu dem Koffer da. Geht das? Jo, das geht. Okay. Oh, der ist jetzt hundertprozentig hinter mir, oder? Kann doch so. Ah! Hoch mit dir! Schade, ich habe gehofft, ich kann jetzt so einen Schuh werfen. Und den einfach mal irgendwo hinlocken, aber Six möchte keine Schuhe greifen. Okay, nice. Irgendwas in mir bildet sich ein, so langsam vielleicht durchschaut zu haben, wie das Spiel funktioniert. Ein bisschen vielleicht.
Nein, oh, wir sind tot. Ich schaff das niemals so schnell. Oder doch? Yes! Oh, wir haben den Schuhhai ausgetrickst. So, die Miethai. Ah, schön. Kleiner Snack oder so? Nee. Auch wieder nichts, was wir mitnehmen können. Oh, eine Mausefalle. Okay. Ich mache mir mal keine Gedanken, dass da irgendwie was aufging. Hey! Slide for the win! So. Oh, wollte man den Affen reinwerfen und das ging nicht. Wäre jetzt der Moment gewesen, sich im Käfig zu verstecken? Ich weiß es nicht. Der ist ja blind, also der sieht uns hier nicht. Oh, hier muss man sich jetzt Fahrstuhlmusik vorstellen. Oh. Ah, komm, das ist dieser Moment, wo es kurz davor ist, aber er dann sagt, nee, ich krieg sie doch nicht. Bitte? Bitte? Süß. Okay. Das war süß. Aber der ist doch jetzt hier irgendwo. Da ist unser Affe wieder. Okay. Aha. Du. Oh, wäre das schön, wenn wir jetzt den Affen benutzen könnten, um ihn abzulenken. Oh, wäre das schön. Komm, nimm ihn mal mit. Oh, frag mich nicht, warum ich mir das wünsche, dass das geht, aber ich würde das sehr schön finden, wenn... So. Den nehmen wir mal sowas von mit. Oh, da ist noch einer, guck mal, da oben ist ein Zwilling. Hi. So. So. Du bist jetzt da oben. Treibst da dein Unwesen. Wahrscheinlich komme ich da dann hoch. Ja, der bastelt dann noch mehr davon, oder? Ja, dann wird dem das wahrscheinlich eher weniger beeindrucken. So wie die Dosen. Komm, hier, so. Oh, Lunte an. Ah. Wie war das nochmal? Die ohne Hut zerstören. So. Bringt irgendwie rein. Ah, gar nichts. Oh, das auch nicht. Wo bin ich jetzt? Geht's da rein? Nein. Diese Freude fühle ich. Ja, ich mag solche Kleinigkeiten, wenn das funktioniert. Okay. Kümmert den keinen Meter? Nee, leider nicht. Ich werde doch da irgendwo hoch müssen.
sehe das schon. Aber ich sehe nicht genau, wo, wie, wann. Da ist ein Spalt. Ah, ich glaube, ich... Ja. Okay, ich sehe, wo, wie, wann. Wo, wie, wann, Kenobi. Greift er da rein? Nein, das macht er nicht. Hilfe. Oh. Er ist gerade ausgetrickst. Ich sehe schon, was es mit den Affen auf sich hat. Die Kleinen mit den spitzen Hüten, die immer weglaufen, umarmen nicht vergessen. Vor allem im DLC ist das sehr wichtig. Ach so, ja. Ist da einer von denen jetzt, oder? Ich habe jetzt gerade keinen gesehen, aber... So, okay. Das ultimative Ablenkungsmanöver. Für... Yes. Oh oh. Egal. Yes! Geh da rein! So. Oh, ich bin mal raus. Anime-Abend mit dem Freund. Jo, wünsch dir einen schönen Abend. Welchen Anime guckt er noch? Kannst du noch ruhig schreiben. Ach nö, nicht schon wieder. Ach, dieser fiese Klettersack. Was? Das war unauffällig. Der denkt sich so, nein, meine Dosen, meine antiken Dosen, ihr Monster. Ich weiß, ich bin jetzt gleich tot, aber ich muss da einfach kurz gucken. Ich musste kurz schauen, was man hier machen kann. Okay. Wir laufen erstmal auf dem Teppich. Was ist das für eine Uhr? Kann ich hier denn? Hier ist doch der Stuhl. Okay. Wahrscheinlich muss ich genau dann laufen, wenn die Uhr so einen Lärm macht. Oh, und da schon mal nicht hoch. So. Oh. Diese Uhren betäubende Lärm. Ha. heb das Buch auf. Okay, es war eine scheiß Idee. Ah. Ich
Ich wollte jetzt irgendwie das Buch gegen die Uhren werfen, um damit wieder den Lärm auszulösen, der ihn irgendwie betäubt, aber. Spiel dachte sich diesmal. Nein. Diesmal nicht. Okay. Ich weiß. Nein, okay, wir können den Bücherstapel nicht umwerfen, aber da hochklettern, das können wir. Okay, wer bindet da oben ein Piano fest? Warum? Ich verstehe es nicht. Oh. Alles gut, Six? Okay. Den Beinchen geht's noch gut. Das sieht aus, als könnte man da ranklettern oder so. Aber. Ja, ich hab's verstanden. Ja. Ich hab langsam das Spiel durchschaut, aber nur langsam. Oh. Ich sehe schon, allerdings, die anderen Charaktere werden entsprechend auch eine andere KI haben. Ach man. Warum kann das Spiel nicht so einfach bleiben? Okay, komm. Langsam runterklettern. So. Das bringt so nix. Huch. Ah! Ich kann den drücken. Ich kann den drücken. Hey, komm her. Oh. So. Wir haben dich umarmt. Und nochmal. Oh. So. Ah, schön. Oh, ich kann doch einfach hier hochklettern. Warum mache ich es mir auch so schwer? Oh, die Checkpoint-Kerze. Das sieht einfach so falsch aus mit diesem da hängenden Klavier. Okay. Ein Buch. Ah, shit. Wie oft möchtest du da noch auftauchen? Bei Limbo gab es auch diese Spinne, zum Beispiel. Aber die hat dann irgendwann auch mal in Ruhe gelassen. Gut, sie war halt irgendwann tot. Also sie hat jetzt nicht so die Wahl gehabt. Aber sie hat einen in Ruhe gelassen. Ach nö, ich möchte nicht an dir vorbei. Ich möchte schon an dir vorbei, aber nicht so. Huch. Okay, komm. Zünden wir das hier erstmal an. Ah, fühle mich gleich viel sicherer mit der Kerze. Ich habe gar keine andere Wahl, als das auszuprobieren. Huch. Ja, was zum... Ich hab ihn unterschätzt. Okay. Gut. Ich wollte ihn eigentlich auch runterwerfen, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Okay, ich muss gut. Genau, das wollte ich. Such das mal ruhig weiter ab da.
So, geh mal dahinter. So, danke. So. Nein, 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 nein. Ich hab's übertrieben. Ja. Ach, da unten ist noch eine Kerze. Möchte ich gerne anzünden? Aber dann hört er mich. Da unten hört er mich doch. Ist das so eine Art von Kerze, die man anzünden kann? Okay, ich habe einen Plan. Falsche Taste gedrückt. So. Nein! Das war schon beabsichtigt. Ja, es ging. Egal, wir haben sie angezündet. Oh, ich bin zufrieden. Mehr wollte ich gar nicht. Oh, mehr wollte ich doch gar nicht. So, okay. Ist die jetzt noch? Ja, perfekt, die ist noch an. So, okay. Jetzt müssen wir die Kordel finden. Kordel, sag ich, die Kurbel meinte ich. So. Ach, da war ein bisschen zu laut mit den Steinchen. So. Wenn wir auf den Büchern stehen, hört er uns zumindest nicht. Das ist halt auch mies da, überall so. Ach, ich wollte ihn doch aufheben. Nein! Na, dann komm mal hier hinter. Ja, Hauptsache die Kerze ist an. Ja, eben, eben, eben. Hauptsache die Kerze ist an. Hui, wie jetzt aus dem Häuschen ist. No Dunkelheit. Okay, okay, okay. Shit, das war zu viel. Yes! Okay. Ich denke, wir sind sicher? Ja, ja, komm, komm, komm. Das checkt er niemals. So klug ist er nicht. Beweg deinen Arm aber bitte da weg. Okay. Huiuiui. Das war laut. Aber scheinbar nicht so laut. Das Problem ist jetzt nur, ich muss ja jetzt hier wieder rauskommen. Okay. Wir sind uns alle einig, ich werde den Fernseher anmachen müssen. Dann kommt er rein, vor lauter Lärm. Wir gehen raus. Und das Thema hat sich erledigt. Nur dafür muss ich ja... Der hört mich halt, sobald ich da auf den Dielen laufe. Du nicht den Kopf verschieben?
Nein, kannst du nicht. Okay. Kannst du nicht den Hut aufheben? Und... Okay, okay. Das bringt alles nichts. So. Soweit? So gut. So, dann komm mal rein. Nimmt der mich hier wahr? Schnell, 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 schnell. Wie laut ist dieser Fernseher? Hast du den immer noch? Ach, okay. Also, für so eine Bildröhre. 1A Soundsystem. Also, da kann man echt nichts dagegen sagen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und darüber. Haha. Nichts ist mit seinen langen Ärmchen des Gesetzes. Aber echt, ey. Oh. Junge, Junge, Junge. Hilfe. Okay. Okay, das... hi, Handel. What the... Okay, okay, das tötet uns. Wie bin ich da gerade eben vorbeigelaufen, ohne dass ich darin gestorben bin? Auf jeden Fall... so. Auf jeden Fall möchte ich den Wagen mitnehmen. So, dann kann ich jetzt eigentlich so lange den hier machen. Hopp, hopp. So. Jetzt kommen wir auch an den Türgriff ran. Alter, alter, alter. Aber erst, wenn der Raum sich in die richtige Richtung kippt. Nämlich in die da. Ja, großartig. Das sieht halt alles immer gesünder aus. So. Kein Langarm, Freddy. Nein. Hauptsache die Laterne ist an. Eieieiei. Das ist fies. Oh, jetzt einfach so auf die Hand treten. So, okay. Ah, Popcorn. Nam nam nam. Kleines Snack für zwischendurch. Okay. Ja gut. Ich hab gehofft, auf der Wäsche findet er mich nicht. So. Ei. Ei, 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 ei.
Yep, slide for the win. Hey! Wie lang sind denn diese Arme? Oh Gott! Junge, Junge, wie lang sind die bitte? Ah. Nein! Okay, okay. Oh, Junge. Da auf jeden Fall hoch. Und dann? Da ist diese Klappe. Wie kriege ich die auf? So schon mal nicht. Jetzt? Langt dann da wieder rüber. So. Vielleicht gibt das auch auf einfach, wenn er ein paar Mal. Nein, 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 nein. Zu greedy, zu greedy. Okay. Ich glaube, das ist so ein Ding. Wann wird's gefährlich? Na, so ab der Höhe. So. Gut, dass er nicht sehen kann. Das macht's ungemein einfacher. So. Jetzt krabbelt er wieder dahin. Jetzt haben wir wieder Zeit. Das ist eine Hände hochkrabbelt. Das andere runter. Verrückte Idee. Den Käfig rausziehen. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber... auf irgendwann? Ja, das geht auf jeden Fall. Man kann daran ziehen. Okay, okay. Okay. Ich hab's nur nicht rechtzeitig gegriffen. Das war alles. So, sobald es... Da hat man ein richtig großes Zeitfenster. Oh, man muss dieses Timing dafür haben. Man darf da, glaube ich, auch nicht zu ängstlich sein. Ja, gut Job. Nein! Ah, oh, jetzt war ich zu greedy. Okay. Wo ist der Affe, wenn man ihn braucht? Er macht das schon clever, dass er da immer wieder hinbleibt. So, jetzt gucken wir nochmal. Thank you.
Yes! Ah, schade, ich hab gehofft, er verliert seine Arme oder so. Aber nö. Okay, wir müssen das nochmal machen. Shit. Shit. Das wäre das Timing dafür gewesen. Ärgerlich. Ah, pack doch! Yes! Er hat seine Krabbelärmchen verloren. Ah, schön. Ah, diese Genugtuung. Ah, herrlich. So. Das Versteck. So. Okay. Wie viel ist jetzt eigentlich? 20:56. Okay, geht noch ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel noch geht. Einfach nur so von der Überlegung her, ob ich es heute noch fertig spiele oder auf zwei Streams aufteile. Ja. Mal gucken. So. Ah, da ist ein Haken zum Greifen. Oh, wir haben den. Perfekt. Ah, oh, da, jetzt kommt der Koch. Okay, ich verstehe schon. Jetzt sind wir die Krabbelärmchen losgeworden, jetzt geht's mit dem weiter. Das wird nice. Nicht. Oh oh. Wenn der kleine Hunger wiederkommt. Wie lange streamst du denn noch? Maximal eine Stunde. Wirklich maximal. Oh oh. Oh nee, oder? Ja gut, man soll die Feste feiern, wie sie kommen. Ach, Six. Ich weiß nicht, ob ich eine andere Wahl gehabt hätte an der Stelle, aber... Ich glaube, der Spruch Hunger treibt's rein hat noch nie so gepasst wie in dem Moment. Ach, Junge. Okay. Ja, Six, Mann, warum? Warum macht sie sowas? Ah. Also bisher bin ich immer noch fit. Das ist das Wichtigste. Das Spiel hält ein Out auch richtig gut bei so bei der Stange, also. Ich bin extrem begeistert bisher. Bitte. Tür auf. Ach. Okay. Ich hab's insoweit geschaut, dass es erstens hier dunkel ist und zweitens der Wagen. Warte. Ja, ich liebe Little Nightmares. Ich versteh's wirklich, also.
Es macht bisher richtig viel Spaß. Es ist nicht zu rätsellastig. Es hat so genau das richtige Maß zwischen irgendwie so ein bisschen Horror und aber doch irgendwo auch so, dass man nachdenken muss. Das ist schön. Ein paar Leute gesehen, die es mal mit Limbo verglichen hatten, aber ich finde, der Vergleich wird dem gar nicht gerecht. Also ich finde, Limbo wird der Little Nightmares gerade nicht gerecht. Oh je. Ich frag mich ja, also, was er jetzt dann hat. Abseits davon, dass er jetzt ein bisschen debil aussieht. Keine Ahnung. Okay. Der ist verdammt schnell für so... Oh, ich bin dem auch... Man kann dem super ausweichen. Ich bin überrascht. Ah! Nein, nicht. Oh, ich dachte schon, man sieht es hier. Ach, das ist der Übungsteil zu Teil 2, okay. Ah, ja, nice. Okay. Klein wieder. Hey. Kann man den noch... Nee, ich wüsste jetzt nicht, wie ich da rankommen sollte zum Umarmen. Shit. Nein. Hui. Wo zum Fick hat er seinen Schlüssel gelassen? Okay, er ist glücklicherweise nicht der Intelligenteste. Aber er macht's clever, er verlässt dann aber auch nicht den Raum hier. Oh oh. Wenn das mal der Braten nicht anbrennt. Hier ist auch kein Schlüssel. Können wir hier irgendwas machen? Nein. 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 Gut. Kam sofort, als du den zweiten Teil gespielt hast, weil er so viel heftiger geworden ist. Okay. Würde ja irgendwie Sinn machen, ja? Was Sinn ergeben. Oh, ich will mir nicht angewöhnen, Sinn machen zu sagen. Oh oh. Oh, was er schon mal dem netten Typen mit seinen Krabbelärmchen voraus ist, ist, dass er sehen kann. Aber zum Glück ist er verdammt langsam. Haha. Als ob der da oben rankommt. Okay. Er ist vielleicht, er kann sehen, aber er ist verdammt langsam und verdammt dumm. Was macht er da? Übergibt er sich da gerade? Guck
Kann man das nach ihm werfen? Naja, fast getroffen. Ja, der übergibt sich, glaube ich. Nein! Shit, ich war zu übermütig. Ach, Mann, 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 Mann. Nein! Ach, das überleben wir dann. Okay, das sind, glaube ich, 5 Stufen oder so. Die entscheiden über Leben und Tod. So. Oh nein! Heieiei. Aber mich würde es echt interessieren, ob man mit einem guten Wurf ihn treffen kann. Und ob dann irgendwas passiert. Er irgendwie wütend wird oder so, seinen Kopf verliert. Oder ihm, kann man ihm die Suppe versalzen? Und sollte er treffen? Naja. Ah. Muss immerhin sagen, hier immerhin toter Fisch und keine toten Kinder. Das beruhigt mich ein bisschen, wegen meiner Theorie von vorher. So. Ah. Rollen, ganz wichtig. Ist mir übrigens aufgefallen, dafür, dass es am Anfang so dunkel war, ist das Spiel jetzt verhältnismäßig hell die ganze Zeit. Und da ist schon ein Lichtschalter, der das wahrscheinlich ändern wird. Hey, du Kleiner. Kleiner, hey. Oh, da schläft so ein Koch jetzt auch noch. Ja, als ob. Ich konnte den gar nicht umarmen, den Kleinen. Was hat's damit jetzt auf sich? Ach, Mann. Ah, shit. Ich will doch den ganzen optionalen Scheiß mitnehmen. Mann, Mann, Mann. Okay. Du schläfst mal Ruhe weiter. Da ist der Schlüssel. Oh oh, jetzt ist er wach geworden. So. Okay, wahrscheinlich ist der Fahrstuhl einfach nur der Shortcut nach unten wieder. Wenn wir den Schlüssel haben. Ja. Ach, Kleiner, komm her, lass dich drücken. Schnell für mich. So. Wir erregen quasi gar keine Aufmerksamkeit. Ja, das ist eigentlich ganz... Hallo! Okay. In der Theorie kriegen wir so den Schlüssel runter. Praxis? Verbesserungsfähig. Auf jeden Fall möchte ich dich schon mal offen haben. So. Hallo? Steht halt einfach so mitten im Raum wie bestellt und nicht abgeholt. Ach Mann. So. Weißt du, so alles andere weckt ihn nicht, aber
Hauptsache. Hauptsache so ein random Schlüssel dann. Nein! Ich will hoch. Hallo! Ich wollte da doch hochklettern. Obwohl, warte. Alternativ könnte ich auch unter das Bett versuchen zu flüchten. Kurz mal gucken, ob das geht. Dass wir unter das Bett krabbeln können. Das ist, geht vielleicht schneller, als das Bücherregal hochzuklettern. Aber... ich hab halt Angst, dass er mich da dann einfach rausgreift, so. Der sieht mich hier. Aber wahrscheinlich ist das das, was sich das Spiel gedacht hat. So. Nimm den Schlüssel. Schnell unter das Bett. Ah, shit! Ja, er ist dumm. Nein, ich bin zu langsam. Ich bin selber dumm. Oh, shit. Das war schon nicht schlecht. Ich bleib dabei, der Fahrstuhl, der will schon mal offen sein. So. So. Ah, schneller. Ah, wir sind mit dem Schlüssel selber zu langsam. Wobei, warte. Doch. Ich muss kurz mal was probieren. Das habe ich jetzt gerade nicht. Okay, das sollte gehen. Ich kann ja nämlich... doch, das sollte gehen, okay. Ich kann ja mit dem Schlüssel doch rennen. Aus irgendeinem Grund dachte ich, ich könnte mit dem Item in der Hand nicht rennen, aber doch, das geht. Vielleicht reicht's dann. Ansonsten, ich glaube halt nicht, dass er sich wieder hinlegt. Ich kann's mir nicht vorstellen. Shit, ich hab die Dose. Oder den Ball. Ja, verlass mal den Raum. Werde ich hier den Schlüssel nehmen? Wo ist der jetzt hingegangen? Shit, jetzt renne ich ihm bestimmt in die Arme, oder? Oder? Nein? Hui, wir sind sicher. Okay. Ab nach unten mit uns.